Moin, moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Wir spielen heute eine Runde mit dem Doktor und ich kann euch eins sagen, direkt vorab, das wird eine verdammt schwere Runde. Wir spielen hier gegen Premates und die haben drei Werkzeugkoffer dabei und ich kann euch sagen, ich habe ein bisschen Sorge, dass das alles nagelneue Teile sind. Wir werden jetzt einfach versuchen, die so schnell wie möglich zu finden. Sie haben außerdem auch noch diese Map hier gedroppt, was natürlich auch nochmal richtig geil ist. Dafür gibt es ordentlich Blutpunkte und ich habe auch nochmal einen Blutpunkte-Offering gedroppt. Ich werde jetzt erstmal trotzdem probieren, die Leute von den Generatoren fernzuhalten. Denn falls es nagelneue Teile sind, ich habe Franklins dabei, können wir ihnen die vielleicht wegnehmen. So, hier ist niemand. Erstmal durch die Gegend rennen, Leute. Das ist jetzt so für mich das Wichtigste, dass ich die Leute finde, die gerade an Generatoren arbeiten. Ich habe ja Verstört dabei, ich habe Nurse Calling dabei und ich habe Barbecue und Chili dabei. Das wird echt eine schwere Runde. Ist jetzt nicht nur so dahingesagt. Ich habe auch extra geschaut. Es sind Premates, sie kamen alle gleichzeitig rein. Kann natürlich auch sein, dass es Saboteure sind. Das würde ich nicht mal so schlimm finden, dann kann ich sie einfach sluggen. Obwohl dann natürlich Barbecue und Chili nicht wirken wird. Ja, es sind Saboteure. Ah, okay. Gut. Dann suche ich jetzt erstmal ganz gemütlich nach den Survivern. Wie gesagt, notfalls lassen wir sie liegen. Ist kein Problem. So, dem können wir schon mal den ersten Hit geben. Hab gesehen, dass da noch jemand war. Wir treten deswegen erstmal kurz hier gegen. Also, es sind Premates. Wir müssen das zu unserem Vorteil nutzen, dass es Premates sind. So einfach ist das. Wir können uns schon denken, Premates kommen natürlich direkt immer zur Hilfe gerannt. Wir haben Barbecue und Chili. Ah, ich dachte gerade, da war jemand. Könnten notfalls warten. Wir haben Nurse Calling. Es kann eine lange Runde werden. Und dann auch noch diese Kack-Map. Die haben die sich übrigens gewünscht, ne? Also, die wollen so ein Match gegen mich haben. Die wollen, dass ich es schwer habe. Das haben die definitiv auf jeden Fall mit Absicht gemacht. Ah, shit. Es hat nicht mehr ganz gereicht. Aber der erste ist auf Stufe 3. Ja, moin, ne? Wird wohl nichts mehr, wa? Jetzt hat sie's. Erster Generator ist fertig. Und diesmal jagen wir sie, würde ich sagen. Diesmal jagen wir sie. Sie ist sogar schon Stufe 3. Okay, hat gewartet. Ist nicht so wild. Na, ich mach's kaputt. Ich mach's kaputt. Ich muss am Ende halt irgendwie drei Generatoren beschützt bekommen. Das wäre super, wenn wir das schaffen. Ja, das war nichts. Da hat sie nicht aufgepasst. So, komm ran. Ab an den Haken mit dir. Zweiter Generator ist fertig. Ist der hier rechts gewesen direkt, oder? Ja, ich denke. Oh, ganz hinten sind welche. Ich gehe aber hier lang. So, Dankeschön. Oh, Feng, du bist auf der falschen Seite, Süße. So, der nächste ist down. Okay. Zwei Leute hängen. Mal schauen, ob die anderen kommen. Müssten sie ja eigentlich. Zweiter Generator, dritter Generator ist fertig, Entschuldigung. So, hier haben wir direkt wieder einen Haken. Mal schauen, wo sie hinkommen. Da rennt jemand außen rum und einer muss schon hier sein, okay. So, die erwischen wir. Du kannst es nicht umschmeißen. Okay, die müssen. Sind die neu? Das kann überhaupt nicht sein. Die haben auf jeden Fall Spielstunden gehabt. Oder die haben es vergessen, dass der Doc das kann. Viele Leute vergessen das tatsächlich, habe ich das Gefühl. Oh, guck mal, sie denkt die ganze Zeit, sie wird vom Killer verfolgt. Lässt du das bitte? So, sie haben wir. Ja, mit dir. Der Rollmob. Sollen wir dich mal einen Haken bringen, nicht? Okay, der andere wurde gerettet. Ich muss trotzdem versuchen, die anderen ranzubekommen. Denn ich möchte natürlich auch möglichst viele Blutpunkte hier rausholen. Ah, da sind zwei. Dann gehen wir dahin. Da, wo zwei sind, ist natürlich interessanter für mich.
So, das ist übrigens keine Palette, Süße. Sorry, tut mir leid für dich. Oh, sie rennt in den Ausgang. Leider ist es auch schon wieder die gleiche Person. So, komm mit, ab an Haken. Also das bringt mir nicht so viel gerade, ne? Zumindest für meine Token bringt mir das nichts. Für mein Uprank bringt es mir natürlich was, wenn ich die Leute hier nochmal aufhänge. Umso höher im Prinzip die Wahrscheinlichkeit, die rennen weg, dass ich mein Uprank ja nochmal bekomme irgendwann. Okay, wir jagen die. Da vorne. Ist durchs Fenster gejumpt, oder? So, du bist tot. Die erste Person ist tot. Warum erwische ich denn immer wieder die gleichen Leute? Ey, das ist kacke. Der Keller ist hier. Verschwende ich noch nicht mal was. Und sie wehrt sich nicht. Sehr gut, dann bekomme ich dich auf jeden Fall in den Keller. Der Rollmops. So, zwei Generatoren nur noch. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe halt auch nichts, um den Generatorenrückgang, die Generatoren wieder ein bisschen zurückzusetzen. Eins, zwei und dort bei einer, ne? Der da wird zum Generator gehen, denke ich. Deswegen rennen wir dort mal eben schnell hin. Zwei Leute müssen noch an den Haken. Shit. Okay, ein Generator nur noch zu machen. Jetzt muss ich verteidigen, Leute. Jetzt muss ich verteidigen. Und der ist ja so scheiße weit weg. Ach du Heilige. Kriege ich niemals verteidigt alles. Hier ist jemand. Sie scheint wegzurennen. Ja, da vorne. Sie war auch noch nicht am Haken, das ist super. Das würde mir nochmal ein neues Token geben. Können wir mal schauen, ob wir abkürzen können. Schade. So, wir gehen hinterher. Da hätte ich es eigentlich sicher runterspielen können, theoretisch. Okay, ich muss eigentlich zu den anderen Generatoren mal. Sie ist aus Stufe 3 geschockt. Ich gehe zu den anderen kurz. Da hinten hat jemand den Generator verkackt, oder? Oben. Okay, ich muss wieder zum Generator, Leute. Ich muss wieder zum Generator. Da ist sie, okay. Kann ich doch nicht wissen. So, wir setzen den eben zurück. Da hinten ist jemand. Da ist aber auch noch jemand. Okay, warte. Fängen. Okay, Fängen hing auch schon ein paar Mal. Warte, das muss ich noch vor der Luke, vor dem... Yes, nice. Haha. Okay, wenn sie down ist, habe ich mein Uprank zumindest. Aber ich möchte eigentlich Punkte, ne? Eigentlich möchte ich mir Punkte geiern. Okay, auch sie kommt in den Keller. Müsste ich eigentlich rechtzeitig schaffen. Also müsste ich schnell genug schaffen. Und dann können wir die anderen nochmal sehen. Ich glaube nicht, dass irgendwie ein Generator so weit ist, dass er fertig wird. In der Zeit. Boah, ich wollte erst... Okay, gut. Wieso sage ich das? Immer wenn ich solche Sachen sage, passiert genau das, was ich halt sage, was nicht passiert eigentlich. Okay, der rennt zu dem anderen Ausgang dort hinten. Boah. Da muss ich zusehen, dass ich ihn dort nochmal erwische. 20 Sekunden, Leute. Das wird verdammt knapp. Oh, okay. Gut, wenn du dich anbietest. Wo ist sie hin? Da ist sie. Es sind Premates, darf ich nicht vergessen. Muss versuchen, ihr den Weg abzuschneiden. Mache ich sogar gut. Nice. Aber der Ausgang sollte schon offen sein, gehe ich mal von aus.
Der Ausgang wird offen sein, das heißt, wir haben zwei Leute erwischt. Aber warte, du bekommst auf jeden Fall dein Item nicht mit raus. Dein Item bleibt hier. Okay, schönes Ding. Wir haben zwei Leute erwischt. Ich muss sagen, gegen die Premates finde ich gut. Auf der Map, das waren alles Premates, die hatten alle einen Werkzeugkoffer dabei. Ich bin zufrieden, dass ich zwei Leute erwischt habe. Ich bin wirklich zufrieden und es war eine gute Runde für uns, punktetechnisch, denke ich. Also, ja, 20.000. Nice. 90.000 Punkte insgesamt. Und wir haben, ah nee, stimmt, no Pip, weil die beiden nie dran waren. Egal, das ist in Ordnung für mich. Das ist tatsächlich in Ordnung für mich. Das ist weg, denke ich. Ja, okay, und die Billigdinger sind weg. Ja, aber ich bin zufrieden mit der Runde, Leute. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Die Runde ist recht kurz gewesen. Die haben halt die Gens ziemlich gut durchgekloppt. Das war auch ein Vierer-Premade-Team. Und sie hatten halt drei Werkzeugkoffer dabei. Ich denke, sie haben vielleicht auch damit dann später... Sie haben am Anfang sabotiert, aber ich glaube, später haben sie dann auch ein bisschen repariert damit. Und ich bin zufrieden mit der Runde. Schön gepunktet. Was will man mehr? Ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.